Ja, hallo und willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal Unboxing Vorstellungstechniker. Heute habe ich was gefunden, und zwar schon seit längerem habe ich das gefunden auf Instagram. Und zwar bei Uniherz habe ich mal wieder nachgeschaut, ja. Und für 2019 bahnt sich bei Uniherz was ganz Cooles an, ja. Und zwar bahnt sich an das Uniherz Titan. Das Uniherz Titan. Ja, das Uniherz Titan sieht in etwa so aus. So soll es aussehen, das Uniherz Titan. Und was es können soll, das zeige ich euch jetzt. Das Uniherz Titan ist ein, es steht hier auf Englisch beschrieben. Ja, das Uniherz Titan hat einen 6000 mAh Akku, ein 4,5 Zoll Inch LED-Display, also LCD-Screen mit einer Auflösung von 1440 mal 1440. Pixel, das entspricht einem, müsste einer Pixeldichte entsprechen von, glaube ich, 400 Pixel. Ja, das Design ähnelt einem BlackBerry Passport sehr. Dann ist das Gerät IP67 geschützt. NFC hat das Gerät, ein Fingerabdrucksensor sitzt natürlich in der Leertaste. 6000 mAh soll das Gerät haben. Kosten soll das Gerät ca. 199 US-Dollar. Das Gerät soll 128 GB Arbeitsspeicher, nein, 128 GB internen Speicher und circa, also der Arbeitsspeicher steht hier nicht beschrieben. Ja, also der Arbeitsspeicher steht hier nicht beschrieben da. Aber es soll ca. 128 GB internen Speicher haben. Und der internen Speicher, den kann man nochmal erweitern bis zu 128 GB. Dual SIM soll es haben. Das interessiert uns nicht. Ja, Uniherz hat das Gerät noch nicht vorgestellt. Aber viele YouTuber, so wie der amerikanische oder auch engländische YouTuber UnboxTherapy, der hat das Gerät bereits vorgestellt. Ich weiß nicht, wo er dieses Gerät gekauft hat. Es gab aber auf Instagram ein Angebot von Uniherz. Das heißt, man konnte, ich glaube, bis vor 2 Wochen noch Uniherz etwas spenden. Und als Dank dafür haben sie dir ein Smartphone ihrer Wahl zur Verfügung gestellt. Wenn man, sage ich jetzt, circa 200 € gespendet hätte oder so. Aber Uniherz hätte sich auch schon mit 10 € zufrieden gegeben. So sieht es nicht aus. Das Gerät hat eine Frontkamera und eine Retrokamera, die nicht beschrieben wird, ja. Aber ich gucke, ob ich noch Besseres finde, ja. Da gucken wir jetzt gleich nochmal, ja. Denn die Retro-Kamera, ja, so genau steht es hier gar nicht beschrieben. Ja, hier habe ich noch einen Artikel darüber gefunden. Ja, über dieses Uniherz Titan. Aber so viel steht gar nicht über die Kamera beschrieben. Ja, hier die Pixeldichte steht beschrieben, es soll wasserdicht sein, ja. IP67, hier 2 GB, 2 GHz Octa-Core-Prozessor mit 6000 mAh Batterie. Ja, ansonsten steht hier kaum noch irgendetwas beschrieben, ja. Es soll ab dem 30. Juli, soll die Kampagne starten, ja. Aber viel beschrieben steht hier eigentlich nichts. Nicht über die, nicht, eigentlich steht hier gar nichts beschrieben mehr. Ich finde im Internet überhaupt nichts über die Auflösung der. Also gar nichts finde ich hier, ja. Wie ihr schon seht, ich rede euch noch ein bisschen mehr über dieses Gerät hier. Das Gerät, wie ihr seht, ist Android. Wie ihr seht, hat das Gerät hier oben einen Face ID, also hier oben Face ID. Hier ist die Kamera.
Dieses Gerät braucht, also diesen Nippel hier in der Mitte, ich sende es jetzt mal, dieses Loch da, ist nur für Face ID. Face ID kommt nicht hier raus, sondern hier raus. Natürlich ist das Gerät wie immer Stereo, also Mono, nicht Stereo. Der Fingerabdrucksensor sitzt in der Leertaste. Wie man nicht sehen kann, aber man kann sehen, hat das Gerät eine Tastatur, wie bei BlackBerry. Wie bei BlackBerry. Aber viel steht hier nicht beschrieben. Ich kann ja nochmal und jetzt die Tarn schauen. Aber Kickstarter schauen, aber viel steht hier nicht beschrieben. Ja, die Kickstarter-Kampagne ist bereits angegangen. Ja, wir können mal auf dieses Video klicken. Vielleicht wird uns da ja mehr gesagt. Na, wenn denn das Video mal starten würde. Noch Ton an. They're designed to distract you for hours. They always die right when you need them. And when dropped from your kneecaps, they crack open like an egg. Society's gone soft, but your phone doesn't have to. Say hello to the Titan, the rugged smartphone for people who get shit done. I was brought in by these fine folks so I could drop their phone off of this 6-foot-tall ladder. Why? Because they paid me to. Want to crack this screen? You're gonna need a bigger ladder. And it's not just drop proof, it's waterproof, dust proof, and damn near bulletproof. And while other phones fizzle out in only a day, Titan's battery lasts for up to a week. But there's more to Titan than just its body. Just ask my friend Michelle. I have 10 reports to write, 30 unread emails, and I'm on my third cup of espresso. Thankfully, Titan has all the flagship features I'd expect. It runs on the latest Android OS, has wireless charging, 10 megapixel back camera, 8 megapixel front camera, expandable SD card slot, you know the drill. But do you want to know what makes it really different? That's right. Titan comes with a QWERTY keyboard, so you're able to get that tactile feeling you love with every push of a button. Plus, the keyboard integrates perfectly with the Square Ultra HD screen. Titan also features 2 SIM cards, so you can have 2 separate numbers. One for business. Please have Monday's report on my desk no later than 3. And one for pleasure. So, soon can you get here? And what about security? Titan lets you choose. You can unlock it with your fingerprint or Face ID. It's the best of both worlds. This ain't our first rodeo when it comes to smartphones. Titan is our third Kickstarter campaign. We have a proven track record of delivering functional phones that solve real problems. So if you're tired of today's wimpy smartphones and want something that'll last, back us today and be one of the first to receive your very own. Titan, for people who get shit done. Ja, und das soll's jetzt erstmal gewesen sein. Bis dahin, ich hoffe, die kleine Vorstellung hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ich verlinke euch diese Kickstarter-Seite. Genau diese Kickstarter-Seite hier verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr ja mal reinschauen. Und ich hoffe, ihr lasst mir einen Like da und abonniert meinen YouTube-Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Unboxing-Vorstellungstechniker.